ist, es geht nicht um Meditation. Meditation hat Inhalte, hat ein Bild, hat ein Schriftwort und meditiert über etwas. Ich schenke also den Intellekt an, Kontemplation, Zen, Vipassana, versuchen aus dieser Ich-Zentrierung herauszuschwirren. In eine Ebene, in unsere eigentliche menschliche Ebene. Ich möchte beginnen mit ein paar kurzen Hinweisen. Wir leben in diesem Universum, das 14 Milliarden Jahre bestehen soll. Seit etwa 120.000 Jahren, als das, was wir sind. Ob der Homo habilis, der Homo pekinensis, der Menschenwagen, zweifelt man heute, erst seit 120.000 Jahren sind wir diese Menschen in einem Universum mit Milliarden von Galaxien, Milliarden von Lichtjahren. Was sollen diese 120.000 Jahre, was sollen diese paar Jahrzehnte, die wir hier auf diesem Staubkorn am Rand des Weltalls herumlaufen? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Der Intellekt gibt uns keine Antwort. Alles, was wir gestern gehört haben, das ist interessant und wichtig, aber der Intellekt gibt uns keine Antwort auf das, was wir wirklich sind. Wir müssen in eine Entgrenzung kommen, eine Beschreibung des Intellektes, des Personals, um zu begreifen, wer wir sind. Wir haben uns entwickelt aus einem prähominiden Vorbewusstsein, ein magisches Bewusstsein, die wird magisch verstanden, magisch zu bewältigen, versucht, ein mystisches Bewusstsein. Ein Götterhimmel, der da alles regiert, verwaltet, belohnt, bestraft, in ein mentales Bewusstsein, mit dem wir heute da sind. Und wir sind in eine Katastrophe geraten, seit wir ich und du sagen können, hat Kain seinen Bruder Abel umgebracht. Und dieser Mythos hat sich entsetzlich ausgeweitet. Wir sind eine Spezies, die sich gegenseitig umbringt. Ich weiß, in China, in der Mauerzeit, sind 70 Millionen Menschen umgebracht worden. Ein Hitler, ein Stalin, ein Mao. Ich könnte jetzt weiter anfangen bei den Persern gegen die Kriege gegen die Perser und so weiter und so weiter. Wir sind eine Spezies, die sich gegenseitig umbringt. Wir kommen nicht heraus, solange wir in der Ego-Struktur bleiben. Unser Ego macht uns den Menschen etwas absolut Kostbares und gleichzeitig eine Eingrenzung. Wenn ich Ihnen das heute vermitteln kann, unser Ego macht uns zu Menschen etwas Wunderbares, gleichzeitig eine Eingrenzung, kreiert eine ganz bestimmte Welt. Aber im Zen, in der Mystik würden wir sagen, du erfährst intellektuell nicht mehr von diesem Universum, als wenn du mit einem Schild vor in den Himmel schaust. Diesen gleichen Fleck, den kannst du sehen mit deinem Ego und deinem Verstand. In Wirklichkeit bist du etwas ganz anderes und du hast endlich zu begreifen, was du bist. Und das ist das Ziel der Kontemplation, der christlichen Mystik, das ist das Ziel des Zen, des Vipassana, das Dzogchen und so weiter. Seit etwa 7000 Jahren erst ist der Mensch in diese Ebene vorgedrungen, seine Rationalität, Personalität überschritten und gemerkt, da gibt es ja noch eine Ebene, die eigentliche Ebene meines Menschseins. Ich versuche sie dann dahin zu führen in einer kontemplativen Übung. Wer sind wir? Das ist die Frage. Und wir strengen uns hier an, intellektuell zu begreifen, wer wir sind, und das ist wunderbar. Aber ich wiederhole, der Intellekt gibt uns nicht die Antwort, sondern wir brauchen eine Antwort, die hinter dem Intellekt zu finden ist, eine Ebene, die unser eigentliches Wesen ist. Wir werden, wenn wir sterben, diese ganzen intellektuellen Angelegenheiten, unser Ego-Bewusstsein verlieren. Unser Ego geht sicherlich nicht mit in eine neue Existenz. Wenn etwas mitgeht in eine neue Existenz, dann ist es das Leben, das strukturlose Leben, das vielleicht wieder Struktur führt. Wie können wir nicht sagen? Aber wir gehen zurück in ein Leben, das noch keine Struktur hat. Und dieses Leben versuchen wir eigentlich zu erfahren.
Ich einfach zurückzunehmen in eine Einheit. Die zweite Möglichkeit ist Bewusstseinsentleerung. Ich nehme nichts an, was in meinem Bewusstsein auftaucht. Und diesen Weg möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Es ist für mich der Weg, der uns aus der Misere unseres Menschseins herausführen kann. Und nur wenn es uns gelingt, wirklich auf diese Ebene zu kommen, haben wir eine Chance zu überleben. Ich wiederhole, wir haben uns entwickelt aus einem präjungen Vorbewusstsein bis ins Mentale. Wir bleiben da nicht stehen und dürfen da nicht stehen. Wir müssen den nächsten Schritt machen in eine transpersonale Ebene, die unser eigenes Menschsein ist. Und dahin möchte ich Sie jetzt führen. Jetzt kommt eine Meditation.